Jetzt haut's hin, siehst du. Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge Fallout 76 mit den Fallout Legends. Heute sind wir nicht ganz so viele Mitglieder. Dafür haben wir ein neues Mitglied dazu gewonnen. Das ist der Robby. Hallo Robby. Ja. Dann möchte ich die First Lady zu meiner linken Seite begrüßen. Das ist die Cassidine. Hallo. Dann haben wir die Ingrid 5O, die Pressesprecherin des Weißen Hauses. Hallöchen. Dann haben wir den frisch geborenen Offizier und Raketenpiloten Monkey zu meiner Rechten. Salut. Ja, mehr haben wir gar nicht. Vielleicht kommt der Erik noch dazu, wenn wir Glück haben. Blindmann bestimmt später noch. Schauen wir mal. Ja, was machen wir heute? Heute machen wir natürlich ein paar Dailies. Mal gucken, was Stefan noch so für Quests hat. Du bist schon 83, sehe ich gerade. Da könnten wir dich ja noch ein bisschen hochpushen. Ich habe gestern Nacht tatsächlich mit Jazz Gnome zusammen, glaube ich mit Tom C. Weber, Jazz Gnome, meinen 25er auf Level 27 gebracht und habe so weit gebracht, dass ich 10 Enklaven-Events machen muss oder 10 legendäre Gegner vernichten muss. Und dann könnte ich im Prinzip auch meinen General kriegen mit meinem 27er. Das habe ich so aus Fiduz gemacht, aus Geigel. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Der sollte eigentlich bloß meine Sachen aufbewahren, sozusagen als Lagercharakter, so zum Umlagern. Oh, jetzt ist er sehr umgewandert. Aber ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, ob ich mit dem reinkomme und dann, dass ihr mir helft, dass ich den gemeinsam hochbringe. Was sagst du dazu, Cassie? Macht das Sinn? Also nicht. Ich wollte gerade sagen, wir bleiben bei unserer alten Geschichte. Das mache ich nebenbei. Dann würde ich vorschlagen... Abwürgt, ne? Was sagst du? Ach, wie du mich immer direkt abwürgst. Weil ich was drauf habe. Ja, weiß ich. Dann denke ich, erleben wir wieder ein bisschen Spaß. Hier was ist... Monkey, willst du auf den Stuhl auch mal, auf den Thron? Nee, danke. Kommst du nicht hin? Okay. Nee. Gut, ich stelle mich mal hinter den Thron, da kann ich nämlich besser mal auf die Karten gucken. Braune Flecken drauf. Was sagst du? Braune Flecken auf dem Thron. Nein, das sind keine Flecken. Das ist Blut. Da habe ich mal einen Supermutanten gekillt. Ja, ja. Ja. Ich werde diese Albträume nicht los. Auf ewig. Ingrid. Bitte? Du bist sehr schlanker jetzt. Ich habe ja auch nur eine Unterrüstung an. Oder hat sie wieder so eine Langbeine? Ja, so lange Beine. Dann muss sie wieder ihre Powerrüstung anziehen, genau, und wieder aussteigen. Das ist dieser Powerrüstungsbug. Gut, wir sind alle in einem Team. Der Pranko ist in meinem Team. Cassie, Ingrid. Ich bin nicht im Team. Du bist in keinem Team. Du bist in keinem Team. Keinem Team. So, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich nehme Cassie und dann nehmen wir den Monkey mit. Ingrid kommt wieder. Ich löse das Team auf. Pranko hat das Team verlassen. Brauche ich nicht auflösen. Dann können wir das so machen. Es ist lustig. Dann kommst du rein. Komm rein. Komm rein. Da bin ich. Dann haben wir das. Schon drin. Wunderbar. Cassie, dann würde ich sagen, dann machen wir mal die Dailies. Das ist in Vault 94. Der Nachteil dabei ist, es ist mit Nahkampfangriff, ne? Ja, komm mal hin. Also wieder eine Nahkampfwaffe. Ja, wieder. Nö, oder mit dem. Brauchst du ja bloß mit dem Gewehr folgen. Jetzt kannst du ausziehen, Ingrid. Jetzt können wir ausziehen. Ja. Okay. Ups. Falsche Taste. Geht nicht. Ja. Brauchst du nicht unbedingt Nahkampfwaffe. Jetzt nicht mehr so lange Beine? Du kannst auch mit deiner Waffe zuhauen. Mhm. Genau. Okay. So, dann lassen wir uns einfach mal ein bisschen... Anziehen, ne? Ich denke mal, wir lassen uns heute einfach mal treiben hier so ein bisschen. Das ist auch mal ganz nett, ne? Jo. So, Dienstag, das heißt, diese Aufnahme wird es dann am Mittwoch geben. Der Blindmann kommt rein, habe ich doch gesagt. Da kommt er gleich in der Rezeption. Er muss noch einchecken. So, Blindmann Nummer 1 hat eingecheckt, hat seinen Zimmerschlüssel in Empfang genommen. Hallo und herzlich willkommen in der Aufnahme, Bernd. Hallo, Bernd. Ich weiß, Asche auf mein Haupt, ich habe es nicht angekündigt. Das macht doch nichts. Danke dir.
Ich sehe. Ja, da hat Cassie wieder für gesorgt. Die passt da immer auf wie ein Schießhund. Ich könnte heute was naschen und ich habe nichts da, ey. So, Ingrid, wir sind bei Daily Ops, ne? Warte, den Ballon. Oh, Stefan, nee, also dieser Monkey, also ehrlich, das habe ich dem schon so oft gesagt, aber nee. Ja, jetzt kannst du durchziehen. Zieh durch. Cassie, mach so. Cassie, wieso ziehe ich jetzt meine Power-Rüstung aus? Und du auch, ne? Nee. Du auch? Das war so genial eben. Wir alle beide wollten das Ding aktivieren und... Ich mach jetzt, Cassie. Ich repariere ihn. Das war so klasse eben. Wir wollten den beide aktivieren und haben beide den Signalverstärker... haben unsere Power-Rüstung ausgezogen. Ich gehe unten rechts lang. Einfach weiterlaufen jetzt. Nicht schießen, einfach nicht schießen, einfach hinterher rennen. Das geht nur darum... Dann hier denn. Dahin. Ich sag ja, lass es uns einfach treiben, Cassie. Das ist genial. Besser geht's gar nicht. Ich hab mich verlaufen. Danke dir. Warte, ich wedel. Ich warte dir hinterher. Da sind wir ja. Ah, da. Ich hab mich verlaufen. Oh, Scheiße, ist das. Ja, ich sag ja, so ist das am besten. Oh. Ach ja, da muss man ja noch hin, den eine reinhauen. Ja, bin ich gerade auf dem Weg. Danke. Ingrid ist ja auch da, prima, dann klappt das ja alles. Monkey, rechts, links neben dir, zu spät. Ich hau ihm eine rein. Quatsch. Ich sag, das macht viel mehr Spaß. Das eben, das war der Hammer da. Beide, aber zugleich wirklich synchron haben wir die Power-Rüstung ausgezogen. Da runter? Wo muss ich hin? Die Seite hier? Wir müssen immer noch an dem Leiten. Eben. Wir müssen erstmal warten. Immer schön hier bleiben. Oh, jetzt. Hier, die auch fertig machen hier. Und eine reinhauen und dann Hand, mit der Hand rein. Warte. Und dann darf man nicht sterben. Übrigens, man sollte dabei nicht sterben. Man sollte schon versuchen, am Leben zu bleiben, ne? 22. Danke. Oh Leute, das bin ich. Alter Falter. Alter, echt. Wir sind ja immer mehr. Ja, diese Nachkampfdinger, die sind absolut drastisch. Ja. Haut sie, ich schieß sie. Mach sie fertig. Mal runter, ich hau die an. Gut. Ich wollte gerade sagen, das ist besser, wenn einer haut, der andere schießt. Wir haben das schon 4 fertig. Wir müssen weiter. So, weglaufen. Einfach uns folgen, Monkey. Ich bin hinter euch. Warte, ich warte auf dich, Monkey. Okay. Wohin? Und Cassie, lass sie einfach in Ruhe, brauchst nicht drauf schießen. Doch, ich will, aber... Oh, ich bin falsch gelaufen. Rennt mir nicht hinterher, ich bin falsch gelaufen. Ja, ein weiteres Signal kommt rein. Lauft nicht mir hinterher. Wir haben es fast geschafft. Sag mal, waren wir hier nicht schon? Nee. Nee. Und das habe ich auch mal gehabt hier. Nee, ich ah, das war der Hammer eben. Ehrlich, beide aus der Power-Rüstung rausgedallert. Ich hab mal gespannt, wie er da aussieht. Was sagst du? Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, das lohnt sich wieder, das anzugucken. Das war so klasse eben.
Alle Laufen kontrolliert durch die Gegend. Nein, das ist alles geplant so. Wir machen es als planvoll. Als System hinter. Ja. Auch wenn wir die hauen wollen. Das sogenannte Chaos-System. Oh nein. Wir haben es recht. Leben. So, weglaufen, hier wieder raus, irgendwo hinlaufen. Ich weiß, keiner weiß, wo lang. Falsche Richtung, rennt nicht mir hinterher. Niemals mir hinterher rennen. Hier. Immer Cassie hinterherlaufen. Ich sehe. Das ist gut. Du kannst auch mit wenigen Leuten verspringen. Ja, na sicherlich. Verhaut sie! Okay, jetzt laufen sie weg! Hä, wer war das da. Denn? Wo ist denn der Typ? Bleib doch mal stehen, ich will dir eine reinhauen, genau. Boah, dann nicht mir. Ich darf die ganze Zeit hinter dem her. Das ist ja lustig. Einiges ist lustig, wenn man ehrlich ist, diese Nahkampfgeschichte. Man darf das bloß nicht so verbissen sehen, weißt du? Ja, der Armbrustbolzen weiß ich noch. Hey! Ja. Hey. Ich muss unbedingt meine Taste mal wieder umbauen. Wolltest du gerade draufhauen? Ja. Entschuldigung. Nee. So, wo ist das der Endgegner? Jetzt kommt er. Das Primärziel, schaltet es aus. Hier drüben, ab Victoriam. Hier ist er, ich habe ihn schon gesehen. Er sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Helft mir. Er sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wenn ich jetzt wieder aus der Powerrüstung aussteige, dann reicht mir das. Wo ist er denn? Auf wen schieße ich hier überhaupt? Keine Ahnung, wie es sich aufgeht. Ach, da unten! Und das ist meine Kamera. Ich hab Monkey immer schön in den Rücken geschossen. Merkst du das? Ja, das war eine schöne Rückenmassage. Sehr gut. Alter Falter, 732. Oh, Cassie tritt noch mal hinterher, du. Die ist richtig wütend hier. Hat sie, ich hab das genau gesehen. Hat sie richtig reingetreten noch mal. Ja, da hast du! Verdammter du! Ah, oh, nicht schön. Boah, das funktioniert nicht so. Perfekt, jetzt geht's ans Munitionssammeln. Das war gut. Das ist dein letztes Angebot. Ja, ja. Die Mr. Gatzi sind auch mal spitze, ne? Mhm. Ich habe schon wieder keinen Timer oben laufen, wo ich sehe, wann das zu Ende ist, weil ich hier noch beim Sammeln bin. Aber eigentlich kriegt man auch nichts mehr, glaube ich. Man hat ja auch schon so ziemlich alles, ne? Wie im realen Leben, weißt du? Das stimmt wohl. Den noch einsammeln hier. Komm. Komm, das kann man alles mit in die Munition wieder zurückkriegen hier. Nein, keine Splittermine. Ach Mensch. Dank der Mist. Ich glaube, ich habe alles gesammelt. Na denn?
guck mal. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass wenn wir hier so losreiten, dass nicht so viel Chaos ist. Weißt du, das ist alles geplant mit uns. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Und hört mal da den Sarkasmus so ein bisschen raus. Nee, gar nicht, ne? Nein. Oh, zwei Fusionskerne. GZ. Sondereinsatzmaske der Bruderschaft. Die habe ich schon zweimal. Ich möchte das andere haben. Ich will jetzt das andere haben. Ich möchte das jetzt aber bitte. Oh Mann, oh. Was habe ich gekriegt? Ich habe keine seltene Belohnung gekriegt. Warum? Ich bin es doch. Quincy. Hallo? Deswegen. Ah, stimmt. Ach nee, du. Ich verstehe es nicht. Ich bin immer so lieb und so sympathisch, aber nö. Was? Was? Ah, was? Hallo. Ich bin es. Klar. So, haben wir auch hier jeder geschafft, ne? Oh, jetzt kommt wieder mein. So, ich habe hier schon mal ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Gut, es ist noch nicht ganz vollendet, weil wenn ich das hier so sehe, ist das noch ganz schön gefuscht. Hier sehe ich das hier mal so, ne? Das muss ich ja noch mal, aber ich denke mal, das haut nicht hin wegen dem Verkehrsschild. Außen vom Haus? Ja, das haut nicht ganz hin wegen diesem Verkehrsschild. Ich glaube, ich muss dann den einen Weihnachtsbaum. Also geh doch mal los hier. Ach so, da ist das nicht sehr symmetrisch. Jetzt habe ich aber die Symmetrie hergestellt. Ingrid, ja, jetzt ist die jetzt, Symmetrie. Ja, genau. Jetzt ist die Symmetrie aber, ne, ja. Ingrid? Sehr gut, wunderbar. Dann ist die Symmetrie. Blaue Kugel da. Schön unten. Die Ingrid ist ganz in Leder gekleidet hier. Da. Ja, man wünscht sich ja sonst nichts, ne? Das ist Klapperschlangenleder. Echte Klapperschlangenleder. Aber noch lebendige, ne? Natürlich. Oh Gott, den kann ich überall. Ich habe zweimal den Bauplan Valley Galleria bekommen. Hey, GZ! Zweimal? Geht zweimal. Zweimal. Übrigens, ihr beiden Hübschen, ihr dürft mich morgen nicht verhauen. Das Video, was morgen rauskommt. Das Thumbnail habe ich Cassie schon gezeigt. Ja, hast du. Und der Name. Oh Gott. Von dem Video. Soll ich euch den sagen? Soll ich den verraten, wie das Video morgen heißt? Komm, das dürfen wir ruhig machen im Spiel. Ich darf das. Ich darf das machen. Und zwar. Verstrahlter kann Liebe nicht sein. Das ist da, wo ihr auf dem Bahnhof wart. Ja, also wo das. Ist eigentlich Robert geblieben? Das habe ich, das möchte ich auch mal wissen. Das habe ich Cassie und Monkey gewidmet. Schön. Ne? Also sehr nett von dir. Ja, gerne. Ja, Roman fehlt, du meinst. Robert fehlt. Ach, Robert. Robby, alles gut? Ja, sicher. Warst du nicht mit in der täglichen Ops? Robby, wenn du Probleme hast, sagst du Bescheid, ne? Wir unterstützen auch. Gut, mich unterstützt immer keiner, mich lassen sie immer alle im Stich hier, aber was soll ich machen? Wo ist das halt? Was stehen die hier auf dem... Hast du das auch gesehen? Hast du das auch hier gesehen? Ja, da stand einer. Das kann ich dir sagen, mitten auf dem Tresen stand der hier, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ist er wieder da? Was für ein Junge, ey. Der Propeller ist schön hier oben. Ding, 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 ding. Ah, die Fliegen verjagt werden. Jo. Deswegen habe ich das gemacht, du. Wegen der Fliegen. So, ich bin irgendwie überladen. Ach so. Ich habe eine regenerierende, stärkende Spare-Rüstung. Das ist ja Robby. Braucht jemand ein Schwarzpulvergewehr? Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Ja, du möchtest eins? Nein, danke. Ja, du möchtest eins? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, was du damit machen kannst? Dir geben?
Das kannst du dir wirklich sehr gerne in deinen Ausstellungsschrank reinstecken. Kein Platz mehr. Ich sollte auch aufräumen. Ich habe ein paar gute Waffen im Auge. Ja? Wo hast du den erkannt? Siehst du das nicht? Sekunde. Ingrid hat wieder lange Beine. Ingrid hat wieder lange Beine? Ja, du bist ja nun mal mit den alten Frauen. Wieso? Weil du wieder deine Thrombosestrümpfe nicht angetragen hast? Typisch hier, da. Meine was gemacht hat? Meine Thrombosestrümpfe wieder nicht anhat, ist deswegen. Guck mal, ich esse die immer. Richtig. Du isst die auch. Die haue ich immer in Ofenkäse rein. Ach so, mal an das Team. Ich habe hier auf meiner Donnerkuppel oben mitten im Zentrum diverse Baupläne gelegt, die mir der Pranko mal freundlichst geschenkt hat. Da dürft ihr mal reinschauen. Vielleicht habt ihr da einiges, Robert. Ne? Direkt auf meinem Dach oben, auf der Glaskuppel, da liegen diverse Baupläne. Vielleicht hast du ja den einen oder anderen nicht. Cassie hatte zum Beispiel schon 4 gefunden. Jetzt bin ich gefallen runter. Du bist gefallen runter? Jawohl, ja. Jetzt bin ich wieder oben. Also oben drauf? Ach, da. Ja, direkt auf der Donnerkuppel oben. Ganz oben drauf, im Scheitelpunkt liegt sie. Guck mal, kommst du hier rauf, Robert? Genau. Hier, guck mal, Robert, hier kommst du lang. Und da oben im Zentrum, da liegt... Ich weiß nicht, ob du das schon, die Baupläne schon hast. Vielleicht schaust du mal nach. Hier, genau, hier ist der Ausgang. Hab ich alle schon, dankeschön. Bitteschön. Komm von da oben rauf. Kommst du nicht auf die Kuppel? So, einfach hier rauf. Guck mal, hier auf den Slowcam-Show rauf. Ah, da. Und dann hier rauf. Und dann, genau, und dann. Dann einmal runterfahren. Na komm, ja, genau. Nein, und dann genau. Ja, du brauchst sie bestimmt. Ja, viele kenne ich auch schon. So, mal gucken. Alles klar. Basti schreibt. Basti hat geschrieben. Was spielt? Und für Waffen. Welchen Waffen spielt er? Oh, das ist unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel Gatling Laser, Tesla, Kaliber 50 und das rasende Geheimdienst Tesla von den Sanktionen mit der 2mm EK. Mhm. Und jetzt habe ich mir eine Handgitarre noch gemacht. Also hauptsächlich spiele ich mit 50 mm und den 2 mm Kartuschen. Ich wäre viel lieber ein. Was kann da anziehen? Na, Maggie. Hier ist auch noch ein Bauplan, guck mal. Maggie, welche Waffen spielt er? Maggie, welche Waffen du spielst? Ich spiele 5mm. Habe nicht verstanden. 5mm. 5mm, aha, gleiche Weg. Brauchst du welche? Komm mal in mein Lager. Gehört, Monkey? Dein Lager? Ja, du wirst mir hier mit 5-3E Schlachtgestot angezeigt. Ja, genau. Das ist er. Das ist er. Da kannst du mit ruhigem Wissen hinterhergehen. Gut,
tut dir nichts. Ich kann nicht schnell reisen, weil ich Gesundheitsschaden erleide. Das stimmt gar nicht. Das Spiel lügt. Sag doch sowas nicht. Das würde das Spiel nie tun. Was? Du fällst mir in meinen Rücken? Ja. Du legst dich auch immer mit der DGR schlafen. Das stimmt gar nicht. Die legt sich immer mit mir schlafen. Die kriecht zu mir ins Bett, während ich penne. Natürlich. Oh, ich bin hier fast in. Wo ist denn dein Cam? Folge einfach mir jetzt. Ja, dann folge ich dir. Da folgst du mir mal, ne? Hast du das letzte Wort auch? 50 Millimeter. 5 Millimeter. 5 Millimeter, der Monkey. Ja, das Coolste, genau das Camp hier, richtig. Das fand ich ja damals schon cool. Ingrid hat hier ihre Agentenuniform an. Ach nee, der Gär ist das jetzt hier. Guck, die habe ich schon verwechselt. Hey, du siehst ja gut aus. Ja, ich bin mitten im Wald gelandet. Dann siehst du noch ein Camp da oben, ne? Oh, ich bin 10 Kilometer weiter weg. Spring nochmal. Neo hat bei mir ein Kaugummi gekauft. Warum verkaufst du Kaugummi? Wie mein? Warum verkaufst du Kaugummi? Ich habe alles verkauft. Alles. Ich verkaufe alles in diesen Zeiten. Selbst Toilettenpapier verkaufe ich. Oh mein Gott. Wie kannst du das? Und ich bin billiger als Robby. So, da bin ich. Aha. Da hinten ist Robby. Schöne Aussicht. Ja, ne? Das finde ich auch. Bisschen hoch. Und Neo ist auch wieder drin. Ja. Was? Neo und Midnight. Neo und Midnight. Ah ja. Okay. Ah, sieht auch sehr schön aus hier mit dem Camp. Das gefällt mir auch sehr gut. Ah, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? In der Aufnahme sieht aber sehr gut aus. Na gut gemacht hier. Gefällt mir. Robby, ich bewundere gerade dein Camp und zeige das hier nochmal in der Aufnahme. Das sieht sehr schön aus. Ach, das ist nur ein Camp. Ja, das ist nur ein Camp, mit welches du mit sehr viel Mühe gestaltet hast. Nicht so bescheiden, nicht so bescheiden, bitte. 7 Stockwerke hatte, da hatte ich viel Arbeit. Ja, sieht sehr gut aus. Fällt mir. Wir müssen ja die Camps von unseren Teammitgliedern mal so kennenlernen und zeigen. Hey, hey, komm mal rausgehen. Schön. Nicht schlecht. Geht auch noch hoch. Aber das ist ein Ende. Bernd, du bist in einem Team, ne? Ja. Gut, ich sorg mich bloß immer, ne? Ich, ehrlich, ne? Guck, das ist das väterliche, die väterliche Seite bei mir wieder, weißt du? Ja, klar. Kannst nehmen, was du willst. Hm? Ich gucke gerade. Okay. Nehmen und verkaufen. Ach, Quatsch. Sicher. Ingrid ist hier schon beim Feuern. Dann möchte ich mich wieder recht herzlich verabschieden, eure Fallout Legends und euer Quincy. Tschüss. Tschüss. Wie geht das denn hier?